Im Sommer bei 30 bis 35 Grad heizen sich nicht nur Straßen und Autos auf, sondern auch Büros. Um hier einen kühlen Kopf zu bewahren, habe ich mir Energieberater Alfred Mandl eingeladen. Fred, wir sind jetzt hier in einem Westbüro, innenhofseitig. Man kann sich natürlich vorstellen, gerade am Nachmittag ist es hier sehr heiß. Wenn du den Nutzern einen Tipp geben könntest, wie soll man hier am besten lüften? Also das Beste ist prinzipiell, wenn die erste Person ins Büro kommt, dass man die Fenster kurz aufmacht. Man kann sie auch kippen und man soll dafür sorgen, dass die warme, angestaute Luft im Raum abtransportiert wird. Es empfiehlt sich auch, dass man die Gangtüre öffnet, weil meist sind die Gänge kühler und so kann die Luft besser wegtransportiert werden. Welche verschiedenen Verschattungsmöglichkeiten gibt es denn jetzt in einem Büro? Also man unterscheidet beim Sonnenschutz zwischen einem innenliegenden und einem außenliegenden Sonnenschutz. Der außenliegende wäre zu bevorzugen. Da gibt es zum Beispiel Raftors oder Jalousien. Also die meisten Büros haben Jalousien und da empfiehlt es sich gleich in der Früh am Morgen die Jalousien herunterzulassen und die Lamellen geschlossen zu halten. Das hat den Vorteil, dass wenn es zu einer Wärmeeinstrahlung kommt, beziehungsweise wenn die Sonne ans Fenster knallt, dass sich der Raum nicht zusätzlich erhitzt. Und wie lüftet man jetzt am besten in der Nacht? Ja, in der Nacht ist es am besten, da ist es kühler, wenn man die Fenster öffnet beziehungsweise kippt. Aber da sollte man Sorge tragen, dass man speziell in den unteren Stockwerken, Erdgeschoss und ersten Stock, die Fenster geschlossen hält. Das ist aus Sicherheitsgründen wirklich empfehlenswert. Es gibt ja auch verschiedenste Möglichkeiten, den Raum zu kühlen. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Viele Angestellte haben ja einen Ventilator im Büro als Hilfsmittel. Bringt das was? Ja, der Ventilator bringt auf alle Fälle was. Man darf aber nicht vergessen, der Ventilator kühlt die Raumluft nicht, der verwirbelt sie nur und die Luft trifft auf der Hautoberfläche auf und das ist ein sogenannter Kühleffekt. Es gibt ja Einzelklimageräte, mobile Geräte. Sind die effizient? Ja, wir sprechen da von mobilen Klimageräten. Der Nachteil dieser Geräte ist, dass man über einen Schlauch die warme Luft abtransportieren muss. Das macht man über das Fenster. Aber da holt man sich automatisch wieder die warme Außenluft in den Raum herein. Das ist nicht so effizient. Und wie sieht dann eine effizientere Lösung aus? Ja, eine sehr gute und effiziente Lösung wären sogenannte Splitgeräte. Man spricht da von einem innenliegenden und einem außenliegenden Gerät. Wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man je nach Gebrauch diese Geräte nach einer gewissen Zeit die Filter wechselt bzw. reinigt. Wenn ich jetzt als Angestellter selbst die Temperatur regeln kann, wie stelle ich mir die dann ein? Ja, das Wichtigste bei solchen Geräten ist, dass man darauf achtet, dass man sie maximal 5 Grad unter der Außentemperatur betreibt. Das hat den Hintergrund, wenn man zum Beispiel ins Freie dann kommt, dann hat man einen regelrechten Schock draußen dann und es ist nicht sehr energieeffizient. Und in der Nacht das Klimagerät dann ausschalten? Ja, auf alle Fälle über die Nachtstunden und übers Wochenende die Klimageräte abschalten. Das hat den Hintergrund, wenn man dann in der Früh ins Büro kommt, ist das Büro sehr kalt. Da ist es am besten, dass man sich Abhilfe schafft, dass man kurz die Fenster öffnet, die Gänge öffnet und die warme Luft abtransportiert. Sommerzeit ist auch Urlaubszeit und viele Menschen schicken ihre Geräte während des Sommers auch auf Urlaub. Besonders bewährt sich vor dem Wegfahren, Kühl- und Gefrierschränke abzutauen. Wie das funktioniert, zeigt Ihnen jetzt Energieberater Hartwig Lidl. Heute möchte ich einmal erklären, wie man in einer Viertelstunde einen Kühlschrank abtauen kann. Wir brauchen dazu ein Wasser. Wir haben hier den Topf. Da füllen wir mal Wasser rein und machen das Wasser heiß. Es genügt, wenn der Topf halb voll ist. In der Zwischenzeit können wir schon den Kühlschrank ausschalten und ausräumen. Nachdem der Kühlschrank ausgeschaltet ist, wird das Gefrierfach ausgeräumt und in eine Box gegeben. So, mittlerweile ist das Wasser schon warm. Da können wir ausschalten und das Wasser Richtung Kühlschrank geben. Wichtig, wenn wir den Topf hineinlegen, ist, dass wir unten eine Unterlage haben, dass der Topf nicht auf einer Glasplatte oder direkt am Plastik drauf liegt. Dann kommt der Topf rein, Deckel runter und für 5 Minuten zugemacht. So, jetzt schauen wir mal nach, was da los ist. Schauen wir, die Tropfen hängen, da ist noch ein bisschen Eis. Das kriegt man aber ganz gut mit dem Finger weg. Den Topf geben wir jetzt raus.
Nachdem wir das Gefrierfach trocken gewischt haben, sind wir eigentlich schon wieder fertig und können mit dem Einräumen beginnen. Nach ca. 2-3 Stunden sollten wir aber unbedingt die Temperatur kontrollieren. Das kann passieren mit einem herkömmlichen Thermometer, den man einfach einmal in den Gefrierteil und einmal in den Kühlteil legt. Oder mit so Kühlschrankthermometern, die man permanent reinhängen kann. Was ich sehr praktisch finde, das sind handelsübliche Wetterstationen mit einem Innen- und einem Außenfüller. Der zeichnet Maximum und Minimum auf, den lasse ich dann für die nächsten 24 Stunden drinnen, lege diesen Außenteil in das Gefrierfach und den Innenteil stelle ich im Kühlfach auf. Dann habe ich die exakte Temperatur, weil ein Kühlschrank pendelt ja immer von der Temperatur her und das wird dann mit dem Minimum Maximum erfasst. Zuletzt nur der Tipp, die Kühlschrankdichtungen zu prüfen. Geht ganz einfach mit einem Blatt Papier. Man gibt das Blatt Papier dazwischen und schaut, ob sich das dann schwer oder leicht rausgeben lässt bei den Dichtungen. So, das wär's. Damit hätten wir jetzt den Kühlschrank innerhalb von einer Viertelstunde abgetaut. Soweit also die Tipps der Energieberatung der Salzburg AG. Weitere Lifehacks finden Sie wie immer auf der Webseite der Salzburg AG.